Mein Name ist Malte Burber, ich bin Hochschullehrer und arbeite seit über 20 Jahren bei der Firma Kühnel und Heuer in der Entwicklung für Musikinstrumente. Und bevor man jetzt ein Instrument verbessert oder entwickelt, sollte man sich natürlich Gedanken darüber machen, was eigentlich bei einem Instrument wichtig ist. Das Wichtigste bei der Entwicklung von einem Musikinstrument, das ist die Intonation. Für mich jedenfalls das Wichtigste, dass die Töne alle dort sind, wo sie hingehören und auch die Zuglängen optimal austariert sind. Also, wenn man ein Instrument hat, wo die Töne einfach zu tief sind, ich habe es absichtlich jetzt zu tief gespielt, dann macht das einfach auf Dauer keinen Spaß. Also die Töne müssen dort sein, wo sie hingehören. Und meinen subjektiven Eindruck über die Intonation, den verifizieren wir auch immer noch einmal dadurch, dass der Computer das Instrument auch anspielt und überprüft, ob jetzt der subjektive Eindruck, den ich habe, richtig ist. Also erster wichtigster Punkt, Intonation. Die Töne müssen dort sein, wo sie hingehören. Der zweite Punkt ist die Ansprache. Also rasten die Töne alle mit dem gleichen Anfangswiderstand ein oder klemmen manche Töne, die dann überhaupt keinen Spaß machen zu spielen. Also die Ansprache sollte über den ganzen Bereich des Instrumentes gleichmäßig sein und man sollte sich dabei auch wohlfühlen. Das führt zum nächsten Grund. Man muss sich auf dem Instrument zu Hause fühlen, wohlfühlen. Man muss eine persönliche Bindung zum Instrument aufbauen können. Wenn aber man ein Instrument hat, wo die Intonation nicht stimmt oder ein Instrument hat, wo die Ansprache bei verschiedenen Tönen klemmt, dann kann man auch keine richtige Sympathie für so ein Instrument empfinden. Der vierte Grund, was man beim Instrumentenbau falsch machen kann und was wir jetzt besonders gut machen wollen, ist natürlich auch der Klang. Obwohl der Klang eine sehr starke subjektive Komponente hat, was der eine als warm und voll empfindet, empfindet der nächste vielleicht als dumpf und stumpf und was der eine als strahlend empfindet, empfindet vielleicht der nächste als grell und schrill. Aber das Problem haben wir ganz gut im Griff, weil wir nämlich durch verschiedene Materialien die Klangfarbe beeinflussen können. Bei dem Modell hier Universal haben wir meine Lieblingsversion mit dem Silbermundrohr und dem Goldmessing-Stimmbogen. Wir haben sowohl optimalen Korrosionsschutz als auch einen sehr hellen Klang, der die Trompete wirklich für erste Stimme perfekt geeignet macht. Und wer jetzt einen etwas wärmen Klang haben will, kann natürlich auch gerne einen Messing-Mundrohr haben oder Goldmessing-Mundrohr haben. Und damit kann man dann eine andere Klangfarbe fabrizieren. Genauso lässt sich mit dem Mundstück am Klang einiges ändern. Der nächste Grund, worauf man achten muss beim Entwickeln von einem Instrument oder beim Kauf von einem Instrument, ist die Verarbeitung und die Materialgüte. Und da sind wir bei Kühnel ganz in sicheren Händen, weil Kühnel wirklich alles made in Germany macht, alles wird hier gemacht. Und da ist also keine Kinderarbeit drin aus Fernost. Und das Material ist ebenfalls genau überprüft. Das heißt, wir haben sehr lange Spaß am Instrument. Also nicht bloß beste Verarbeitung, sondern auch bestes Material. Und diese fünf Gründe, die man jetzt beeinflussen kann bei der Entwicklung von einem Instrument, die haben mich jetzt dazu gebracht, mit Kühnel zusammenzuarbeiten. Und seit über 20 Jahren klappt diese Zusammenarbeit super. Und die Qualität der Instrumente, die spricht natürlich für sich.